vinavaditamastu mavidvisha mahe om shanti 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 Stock sign. We love it. We need it. Excess. We hate it. We want it. Express. Viviamo ce n'è uno solamente. Amore del cuore. Amore capriccioso, amore anglioso, lui è lì che aspetta, amore del divino. Weißt du, Peter, ich kann den Text nicht richtig. If you would like to have the song, I have to sit down and write the text down. It's Italian, I'm not Italian. I wish I would, I wish I could. Qui nul ne peut appuyer vos yeux, en semblant, en vainquant l'appel de refuser. De toi, de toi, vite, vite. Eh bien, ça va, il revient, oui, sans bien te verrer, le pénut, et le verre de télévéter. Il te tient l'amour, 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 l'amour. L'amour est enfant de bohème, il n'a jamais, jamais connu de loi. Si tu ne m'aimes pas, je t'aime. Si tu, je te prends garde à toi. Bambi. This is the Bambi and the Native American Indian. Science of nature and spirit. And they say that the Bambi, the deer, is something very, very special. It teaches us the power of gentleness to touch the hearts and minds of wounded beings who are trying to keep us from the sacred mountain, and that you should stop pushing so hard to get others to change and love them just as they are. And to apply gentleness to your present situation and become like the summer breeze. Bambi. So interesting. Living and dying and bumbiness. Und der Panikdampfer wird hier geschippert, ne? Gut, nach vorne geschippert. Und ihr kennt das ja. Und Nina Hagen ist auch dabei bei uns. Wir hatten jetzt 30er Panikorchester. Und da war Nina als Gast auch dabei. Und haben zusammen gesungen Rock'n'Roll Arena in Jena. Und ich glotz TV und so. Ne? Und Nina und ich. Ja, wie lange kennst du schon? Ja, ich kenne ja 30 Jahre. Wen hast du dich an den ersten Moment zufällig? Ja. Ich habe sie getroffen in Ost-Berlin. Bei Biermann zu Hause, da lag sie so auf so einem Billardtisch, ja. Also super lecker, so hingegossen, also 18 rum, ganz 17. Also. Und sagte, sie, kick mich mal an, ich werde mal ein großer Popstar. Ich sag, so siehst du auch aus. Naja, so sah sie auch aus, und dann wurde sie auch. Nina Revolution, deutsche Texte, Frauenpower war die erste. Also bin ich da eine Wichsmaschine. Und, ja, ne, und
unter der Brause und weißt du, ne? Da wächst man unter der Brause und so. Das waren, ich bin nicht dein Putzlappen. Ich war halt die Erste, also mit dieser Power, die auf die Bühne kam. Und das war richtig Revolution. Also vier Frauen echt auch gezeigt, ey, Schwester, ne, wir können auch ganz anders. Ne? Aber sie die Erste. Und das fand ich sehr, sehr stark. Und abgesehen von ihrer Schönheit, von ihrer Stimme, und ihrer ganzen Energie und so. Ja. Und auch dieser absolute Top-Musik von Spliff damals und so. Ich bin der Vater von Panik und sie ist die Mutter von Punk. Und das passt sehr gut zusammen, zusammen auf Tournee, immer mal wieder. Und Nina, es geht ab. Ich liebe dich. Dein Bruder. Au, au. Nina. Nun stehst du starr, schaust rückwärts. Ach, lange schon. Was bist du narr, vor Winters in die Welt geflogen. Welt, ein Tor zu tausend Wüsten, stumm und kalt. Wer das verlor, was du verlorst, macht nirgends alt. She did a record there, and a few of her girlfriends and her and Cosmas, she was back then like 3 months or something, we all rented a house. I mean, Nina rented a house. She did a lot of concerts and TV shows. In 1984 in Rio de Janeiro, Rock In Rio, where she played in front of 250,000 people, and that was, she was the absolute star. The queens were there, Rod Stewart, Yes, and she had actually the most press, the most covers in all magazines, and everybody just loved her. She was the
absolute star. Didn't you go on singing opera? I did. But one day you stopped. What's your opera? I didn't stop. Are you still singing opera? Uh-huh. Well, thank you very much. I didn't know. Of course. I do. You see, there, for example, there's a city called San Francisco. Let's say, San Francisco. Oh, there's the Clubfoot Orchestra. They're famous for doing all sorts of things for silent movies. Hmm. And sometimes they call me, they give me a job to sing on one of their soundtracks, for example. Right. Or I get a phone call from another human being who's working on yet another soundtrack for some kind of Japanese animation movie. And why does he call me? Because he wants me to perform with my alto opera voice. When you started singing, did you? They even call me, excuse me. They even call me if they need a high voice. Very good. Which is very difficult for me because I have to repeat myself. I am not a soprano, I'm very old. What influence did your mother have on you when you started singing? Okay. Well, I think she did something which is probably not gonna work with every child. She told me, oh, you better stop singing, it sounds awful. Really? Yeah, because I had the ability to totally persiflate and imitate other people's voices, a voice imitator I was, and I did Joan Baez's voice. We shall overcome. And in that age I was 9 years old, so I didn't have my Stimmbruch yet. Nice. So anyway, she hated my Kopfstimme, and so she said I should better, you know, not sing, it sounds awful. So I think exactly then I thought that I'm gonna show it to her. Ave Maria, Maria, mein Gesang, bitte dich Gnade für Menschen, die schon so lang ganz und gar ohne Hoffnung sind, ganz ohne Hoffnung sind. Siehe dort ihr traurig Dasein, der Hunger, tiefste Angst vor dem Tod. Millionen leben hier auf Erden, immer noch in allergrößter Not. Ave Maria. Ave Maria.
Maria. He's as wild as I am. That's what I know. What else? She's wonderful. What? She's absolutely wonderful. Remember the first time you met her? Yes. How was it? It was a wonderful experience. We connected right away. How long ago? Oh, maybe about 5 minutes ago. I need to be pretty free. I need to be pretty free. I think very, very, very pretty free, because when I was more little and younger, I was always thinking in my heart and in my brain or wherever, I was thinking that one day I want to, you know, get out of this German prison, which was East Germany back then, and I want to see the world, and I want to live in the world, on this planet, and so this is what I did, and this is what I do. Itself, I think it changes through the process of aging. Just listen to Sarah Leander's voice or Marlene Dietrich's voice. They got, they sound older. They sound deeper, right? A woman's voice gets deeper. Do you actually have a favorite opera, maybe? The opera of my life. Da ist es so schön. Das Dorf werde ich jetzt noch machen. Ah! Ah! Mein Himmel! Mein Fenster geht unter! Echt? Totale Versackung. Ah! Oh, Kreatur! Hi, I just want to say something to everybody. We must party. Party, party, party. This is my little Otis, Ananda. And my Hindi name is, I'm Jewish Hindi, Christian Buddhist, Muslim, whatever. And my name is Rashmi. Ein deutsches Bier, das lob ich mir. It means the first beam of the sun in the morning when the sun comes up. Nina Hagen, yes. East German girl, brought up wrong in the ghettos of Berlin. Nina Hagen is a very strange person. I love her dearly. She's very beautiful. She's also very difficult. She's neurotic. She is excellent. She is all kinds of things to all kinds of people. I like her. Do what you can, you know. Do the best you can, I say. Sang on one of her records in London? How was that work? I wouldn't call it singing. I was talking on it. And I played bass solo on it, on a track called Where's the Party or something.
or party, or let's have a party, or party on motherfucker. I don't know. It's a long time ago. Okay, in der Situation vielleicht. Da stehen drei Totensteine an der Bergstraße zwischen Woodland Hills und Malibu. Da standen drei arme Schweine in einem Autounfall. Das war ein ziemlich harter, schwerer, du. Oh, unbekannt aus einem fernen Land. Die Gefahr der Situation, die wurde total verkannt zwischen Woodland Hills und Malibu. Da stehen drei Totensteine an der Bergstraße zwischen Woodland Hills und Malibu. Da standen drei Arme. Geh weg von der Straße! Von der Kurve! Du bist zu nah an der Straße, der versteht kein Deutsch. Go off the street, Lulu! Otherwise I can't work! Zwischen Woodland Hills und Malibu, da standen drei arme Schweine in einem Autounfall. Das war ein ziemlich harter, schwerer Tod. Zur Seite treten! Move to the side. There, the cars are coming there. Yeah. Oh, unbekannt in einem fernen Land. Die Gefahr der Situation wurde total verbannt. Zwischen Woodland Hills und Malibu. Schicksal war der Schlagen war ein harter, schwerer Typ. Message. Klar. Hallo? Ja? Ja, ja, hier an der Kurve. Ja? Wie? Ja, alle drei. Das weiß ich doch nicht, ob die sofort gestorben sind. Ja? Ja, ja, ja. Ich weiß nicht, ob der eine immer noch im Koma liegt. Nein, nein, die sind alle gestorben. Ja. Okay. Thank you for your concern. Bye. Okay, I tell him. Thank you. Bye. Religion. I don't like religion. Die Revolution findet so oder so statt, ob sie wollen oder nicht. Die Natur wehrt sich bereits. Reihen Sie sich also demnach ein in die Reihen der Menschenherzen, die noch richtig ticken und die nichts mit Radioaktivität am Hut haben. Genau. Gonna get hit by my inspiration, hit by my vibration, and hit by my information. Hit. Mach doch einen Schiffer, nicht stehen! Das kann ich nicht sehen. Brauchst du die Brücke unbedingt? Ja. Oh, das ist ein T-Shirt, ne? We almost did it, but then she married a punk guy with a mohawk, and then he got into the country. War bestimmt vor 20 Jahren, wo man in Hollywood noch diesen Gras, künstlichen Grasboden hatte. Dann hatte sie hochrote Haare, da konnten wir schöne Fotos machen. Ach, ich bin dabei, ich bin ja überall. Yeah. Dann machen wir vielleicht auch gleichzeitig ein Video für dich. Wenn du dann deine Festplatte fertig hast. Ich hätte Lust. Kann ich als Assistent jobben? Ja, du könntest ja drehen hier. Wenn du nicht wackelst. Wackelfrei. So. Weißt du, was das hier ein Film macht? Ja. Das sieht man ja wieder überall. Oh, oh.
Ich hatte ja so einen Hunger. Ich bin da gegenüber in der Quesadilla. Ich hatte ja so einen Hunger. Ich konnte hier nicht mehr. Ich habe nämlich beim Schminken eine halbe Flasche Champagner getrunken und plötzlich fing meine Unterhose an zu schwitzen, weil ich gerade auf Diät bin, weil ich seit drei Tagen weiß, dass ich hierher kommen muss. Er filmt jetzt wieder. Weißt du, ich bin ja der Ansicht, lieber Schokolade als ein Mann. Weil ich habe ja so schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht in meinem Leben, ja, wo du, also so schlechte Erfahrungen. Für mich gibt es ja jetzt nur noch George Clinton, Anthony Kiedis und Angeline als Mann. Was sagt Udo dazu? In rosa, sind die rosa Männer, die rosa Elite. Sag mal, ist da drin eine Bar, das was zu trinken? Nee, leider nicht. Nachher. Ich glaube leider nicht. Sagen wir das Foto jedenfalls. It's kind of like a universal imperative, and this is coming from someone who loves her, who lived with her for 10 years, who wrote so many songs that I can say this. A woman who comes on and sings beautiful music wearing a black dildo strapped on backwards. It's kind of like when you have the star in the darkness, it's kind of like yin and yang. Great female punk rock. Als ich in Amsterdam gewohnt habe, 78, 79, habe ich sie immer gehört. Ne? Echt? Natürlich, ja. Moment. Immer gehört, die erste Platte, Tag und Nacht. Und auch eigentlich immer noch wunderbare Stücke, hervorragende Stimme. Die deutsche Mutter des Punk. Schade, dass sie nicht Sarah Leander heißt. Hay un personaje en Venezuela, yo la admiro mucho. Es una persona increíble, la queremos mucho, la admiramos. یه خواننده خیلی خوب اروپایی که تو ایران هم مشهور هست. حق با امیره. Bye.
denn das noch sein? We need it. Excess. We hate it. We want it. The beauty queen. We feel it. The sky. We get it. Later. We need it. We love it. Excess. Ich denke, es geht mir an. Was ist das Erste, was du denkst, wenn du an Nina haben willst, Klaus? Den Teufel. Ich denke immer an den Teufel, wenn ich an Nina denke. Weil so hat sie mich mal genannt. Wie? So hat sie mich mal genannt. Hey? Als sie Anfang der 80er in Hamburg war, habe ich ihr nämlich immer Hasch verkauft. Und dann, Im Kammerviertel? Genau. Ein paar Jahre später habe ich sie mal besucht in L.A. Und dann hatte sie gerade ihre christliche Phase, nehme ich mal an. Jedenfalls war ich der Teufel für sie so. Und das habe ich bis heute nicht verkraftet, wirklich. Weil ansonsten liebe ich ja Nina. UFO. In den 80er Jahren dieser masturbatorische Akt im österreichischen Fernsehen. Und wir Intellektuellen waren ja begeistert, weil das ein philosophischer Akt war. Nina Hagen, seeing her in the Austrian television in the 80s, that has been an act for me, I'm an intellectual, an act of masturbation. And for me, reading books, books of Senate, for a public place named TV, cinema, with her. Masturbatic act. And I liked her. We need things like this in the 19th and in the next millionary. I'm waiting for this. Irgendwas von Astrid Lindgren, was Modernes. Nina auf Saltkrokant. Sehr sportlich und sehr geil. Hi, guten Tag, ich bin Thomas D. Ich liebe Nina Hagen. Das ist eine Aussage, du. Das wiederholt. Thomas D. Und ich liebe Nina Hagen. Die sind jetzt weg, die mit mir den Anfang machen sollen. Ich werde mal an. Was? Marcelei! Marcelei! Okay, okay. Ich liebe Nina Hagen. Thomas D. Und ich liebe Nina Hagen. Nina, ich bin mal in Berlin. I have a plan, then the new world government, the new world government. I call it green, green. We will get the plan clean. Right on! Sängerinnen machen ihren komischen nach. Das ist ja unglaublich. Schreiben, den Stein kaufen und ihn dann zusammensetzen in einer riesigen Wand, die das Zuhause Berlin bedeutet. Das Tempodrom ist our home. Die Revolution findet so oder so statt. Das Tempodrom ist our home. Die Revolution findet so oder so statt. Ich habe schon mal was für die Tiere getan und jetzt mache ich wieder mit. In diesem herzlichen Fall Dank an Nina Hagen und herzlichen Dank auch hier an das Hardrock Café in Berlin. Die immer noch die Tiere quälen müssen. Und es ist überhaupt nicht notwendig. Jetzt sind die 90er Jahre und es ist Zeit aufzuräumen und mit den Schmerzen und den Tier-KZs aufzuhören.
Und das ist das Foto? Dedicated zu allen Menschen und Tieren und speziell zu Dan Matthews und Peter, die Leute für das ethische, die ethische Behandlung von Tieren. Dan, it's out of tune. Scheiße. Gerade war sie noch gestimmt, ja. Sniego konkres groja ant miško pusnimi brandu. I won't, promise. Thank you. Ich bin schon heulend vorm Fernseher gesessen, wenn im Zirkus Pferde nur gepeitscht wurden. Irgendwie ging mir das nicht so wenig. Ich konnte auch keine Freude im Zoo empfinden. Und die Tiere hinter den Gittern und alle, guck mal, meine Affe, jetzt hat er sich gerade. Das kam mir irgendwie nicht in den Kopf. Und ich bin ja schon im Alter von 12 Jahren in Ost-Berlin rumgerannt, mit einem roten Punkt auf der Stirn. Ja. Und habe mir ja schon damals die Haare kurz geschnitten. Also ich meine, ich habe ja immer kurze Haare. Und Schuppen, aber spiel doch mit Puppen. Ich mache am liebsten die vorher bereits verleitende Suppe spucken. Aber das kriegt man keinen Wimpernzug. No reaction, no satisfaction. Aber das soll jetzt anders werden. Denn gemeinsam mit den People für ethisches Treatment, diese Gautier-Sonnenbrille geht immer kaputt. Aber das Gute daran ist, dass man sie immer wieder reparieren kann. Ganz schön. Jetzt musst du mal unseren lieben jungen Zuschauern in Dresden im Sendegebiet einen Hinweis geben. Wie können die sich denn behalten? Ich meine, die meisten rasieren sich ja noch nicht. Ja, man kann. After 5 years intermission, I took. When he did that, it was raining. Du hast ganz viel Staub auf der Linse, du. Jay, victory to the universe. Ganesha ist immer im Studio, der Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise. The simple, both, for the Lord our God is holy. Ups, hast du das UFO gesehen? Sag bloß, du hast es nicht gesehen. Jetzt mein Mädchen geschenkt. Ich kann mich gar nicht entscheiden, ist also schon bunt hier. Du weißt, dass Niederhagen auch in meinem Film eine kleine Rolle gespielt hat. Ja? Allerdings. Eine wesentliche Rolle. Sie war ein Highlight. Sie war das Highlight überhaupt. Ne? Hatte ich auch nicht anders erwartet. War der Typ gecastet. Und das finde ich toll, dass sie mitgemacht hat. Weißt du? Das ist ja so klasse. Das, also ich kenne sie schon sehr viele Jahre. Und auch in der ersten Zeit und so. Sie war auch sehr aktiv, auch als sie bei uns gewohnt hat, in Blankenese. Wann war das? Ja, da nie steht in einer Villa. Das war in den 70ern, frühen 70ern war es, glaube ich. Kannst du dich an den ersten Tag erinnern? Ja, wunderbar. Erzähl mal. Da ist sie, ich glaube, ich habe sie schon mal, als wir im 76 im Osten waren, habe ich auch schon mal getroffen. Da sie, ich habe meinen Farbfilm vergessen, glaube ich, gesucht. Ja, als sie nach Hamburg kam, hat sie den Wohnraum gesucht, da kannst du ein bisschen wohnen und so weiter. Hat sie erstmal das Haus angestrichen, das war sehr gut, sie war sehr hilfsbereit und so. Und dann sind wir mal ins Pö gegangen und da hat sie dann mal die große Aktion gemacht. Die war ja musikalisch sehr dazu, die hat improvisiert, konnte auf die Bühne gehen, konnte hinter singen. Ich denke, mein Gott. Ne? Das ist ja ein Riesentalent. Wann war das noch genau, weißt du? Das war irgendwie Mitte 70er, Mitte 80er, ich weiß nicht, das ist schon so lange her. Möchte ich so weit zurückgreifen. Das gibt irgendwie einen falschen Rückschluss auf unser Alter. Hast du einen Lieblingssong von ihr, zufällig? Ich glotze TV, wenn ich das nicht so gerne. Ich habe dir ein Bild von Nina mitgebracht. Hier, das muss ich, das film ich mal kurz ab. Wie gefällt dir das? Ach, wunderbar. Ganz Glory. Ja, Nina, auf Peter kannst du stolz sein, du. Was denkst du, wenn du das Bild siehst? Das muss der Himalaya sein, denke ich. Weißt du, was ein echtes Wesen ist, aber ist das der Yeti oder welcher ist das, der kleine Drache da? Das ist eine Kuh. Das ist eine Kuh? Himalaya-Kuh. Das ist die Himalaya-Kuh, so habe ich mir sie mal vorgestellt. Die Himalaya-Kuh. Hier ist die Himalaya-Kuh. Fun, fun, fun. The girl is fun. Tell me more, please. I can't tell you more. If I told you more, then you'd know too much. The girl likes a little mystery, and I'm not going to tell her secrets. Okay, it's fair enough. Das ist mir noch fertig mit der Welt.
Chimazo punks, and she sexy, she emotional, she true. I'm done. I like. Which way do you say? But she's a revolutionary in music. Janice, who are you? Where are you? Where am I? I'm in New York. New York, yes. USA. My name is Jonas. Jonas. And sound, music, everything has its own sound. Lou, Patty, Nick, Lena, und alle gehen mir in die Disco.
heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Der neueste Nightclub macht auf heute Nacht. Famous masturbator, but it was a notorious moment. I knew she was a great singer, and I heard Radio Yerevan, which I thought was pretty amazing. Lena Lovitch was on Stiff Records, and they did work. I was back, I was about 1981, I was with Stiff. Roz, what do you think? Well, I think of her fans, and that's why, you know, I know a lot of people who love her work. You know, and a friend of mine said he likes her work because she makes him feel good. That's and good. New York, New York especially. That's why I like New York. In London, I was walking up Portobello Road, and it was after the market had to close, it's like 6 o'clock, and there was this woman, like, with pink hair, no eyebrows, looking through trash in the gutter, and I was like, I think that's Nina Hagen. I think that's Nina Hagen. And I said, Nina Hagen, like, the third time, and she looked up, she said, yes, it's me. And I was like, what are you doing? And she's like, I'm looking for a present for my baby. And she had all these like different voices coming out of her mouth. It was very strange. And then I remember her picking up this kind of decrepit, old, broken child's picture book. Nina Hagen. I like her. I like her. She kind of looks like a transsexual, but I like her. She's nice. She's a nice voice. I like, well, this one, she looks like a transsexual. This one, she looks like a transsexual, but less. I like Nina Hagen. Do you remember the first time you heard or saw her? No, I don't. I was young. How young? About 19. That's not long ago, is it? No, I'm not going to tell you my real age, but her face, not her picture, her eyes, her mouth, you know. Okay, thank you very much. It has a lot of style. The eyeliner, the fluorescent, that period of time, very heroes here at Mother, at Click and Drag. So, and you're a woman too. Oh yes, I am a woman too. She was the only one interesting song in 6 hours. In the rock concert? Yeah. So she kind of beat the hairstyle. She kind of recovered the whole of German pop music for me. Could you imagine a title for my film? Yeah, Nina Hagen.
Interessanter Name. 1, 2, 3, a little fool I wanna be. 2, 3, 4, you can give me more. 5, 6, 7, I don't wanna wait for heaven. 9, 10, 11, going back to 7. 7, 8, 9, come then dust knock sign. We hate it, we want it, express, we beam it, we get it, not less, we need it, we love it, excess. And she was performing at in a circus, Big Top, and she was just rocking. She's got such a beautiful voice, and she went out there in this long, tight black dress, and she went out there and she sang Ave Maria. She nailed it. She was just like bringing tears to the eyes. Yeah. Yeah. Schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren, und heute geht es wieder auf zu neuen Horizonten. Red and orange jam. That's what it was, a joke. Funky music makes you bend over. Yeah. It's good. He said it. And also, that's why I look out for the big booties. You know all that booty dancing music they have here? Yeah. Kick the booty, 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 pretty booty. That's what that's about. Bend over. V. Those beautiful eyes. Jane Brown can say, ouch, ouch. And the first thing you imagine is when you pick somebody, what? God. Yeah, and it is good to like your body the way it is, and I like every little inch of mine, you know, and the blood inside of it is so ever so holy, and yeah, touch your soul. Good blood. I got good blood, so because I come from a blood. Good God. There's strength to your blood, not your blood. Oh, man. What's a cheap hat on? Put these on. I sell them for $5 a watt.
It's beautiful tea. That's so white. She never smoked a cigarette in her life. What's her name? Kali, the black goddess with a long tongue. And the clean teeth. Kali! Komm wieder her. Sonnenbrille aufsetzen. Kali, Kali. What does Kali mean for you, maybe? Well, she is one aspect of the Divine Mother. Of the Big Mother. The big mother of nature, the big mother of life, the big mother of all the universes, the mother of creation, you know, the female part of God. The Divine Mother has many, many, many aspects. And it is quite interesting to learn to know about them, because in every human being there is a male and a female, the yin and the yang. I had a yin and a yang picture this morning above my refrigerator. It fell behind the refrigerator. I can't get it out anymore. I was rather P-I-S-S-E-D, if you know what I mean. If you can spell. But don't put a spell on me, it won't work anyway. Black magic. Some people are so stupid they do black magic. They want to hurt other people. Isn't that stupid, Peter? Isn't that the most stupidest thing you've ever heard? That people actually like sit there and do something to hurt somebody else? Don't they know that it all comes back to them? Tamara, don't they? I mean, they should. Shouldn't they? You know, grown-up people. They're probably unhappy. They don't even know what they, I don't know. I wonder myself quite often about everything. How did you find this beautiful house, Nina? Well, Marvin Gaye came in my dream, and I was visiting somebody in jail the other day, and was in my within my job as a member of the Amnesty International, and I'm finding out that, you know, there's very heavy conditions in those jails, and no daylight, and anyway, and all those black people, if they don't have no money, they're guilty. If they have money, they're not guilty. Very ridiculous here, and so therefore I had a dream of Marvin Gaye. Marvin Gaye said, drive up this way and then that way. Actually, over there is a sign that says this way and that way, and it came in my dream. And Marvin Gaye used to live before his father shot him to death. In Zukunft keine Unschuldigen mehr verurteilt und müssen keine Unschuldigen mehr im Gefängnis sitzen, weil zusammen, also mit diesen Hellseherinnen da, die mit der Polizei Hand in Hand zusammenarbeiten, werden halt also die Unschuldigen nicht unschuldig im Gefängnis landen in der Zukunft der Menschheit. Der Hund, der lässt sich das einfach so gefallen. Kleiner Fetzi, komm mal hier, du wirst jetzt ein großer Star. Das ist jetzt der kommerziellste Teil von unserem Film. Und du wirst ein großer Star. Kannst du dich bitte mal in Richtung Kamera umdrehen? Nein, hier. Ja, so. Hi. Der lässt sich aber auch alles gefallen, der Hund. Ach. Man kommt aber auch von immer vom Regen in die Taufe. Ich gehe jetzt meinen Hund feeden. Wie sagt man das in Deutsch? Füttern. Füttern. Aber mir fehlen manchmal die Wörter. Wie heißt er? Kali, wie sie. Hm? Kali, wie die indische Göttin Kali. Die mit der Zunge. Ja.
bringe hier her für die Sache, ja? Und zwar nämlich Liver Chunky Beef. No kidding. No kidding. Aber immer gemischt mit Reis und Trockenfutter. Du gehst mal weg, weil die beiden haben sich vorhin geprügelt. Wenn man das in der Hunde bei den Hunden so nennen kann. Nee, du bleibst mal da. Sonst wird nämlich mein Hund wieder durch. Nee! Wir haben erst gespielt und auf einmal haben die sich geprügelt. Gesehen. No, no! Wir haben erst gespielt und auf einmal haben die sich geprügelt und ich musste sie... Ey! Und ich musste sie da rausfighten irgendwie. Und dann hat sie aus Versehen fast meinen Arm gebissen und hat das dann bemerkt, hat mich angeguckt und ist wie im Erdboden versunken. Go on, go on. It's okay now, kapier's doch. Die ist immer noch, die denkt immer noch, ich bin sauer. Ja, meine Füße. Oh. Zuck zusammen. Ja, ne? Die denkt immer noch, ich bin sauer. Ich bin nicht mehr sauer, darling. I'm not sour anymore. I just don't want you to fight. Ja, hast du jetzt Hunger oder nicht? Die hat die gleiche Augenfarbe wie ich fast. Lass mal gucken. Look. Warte mal, du und dann sie. Wir beide? Versuch mal, ob ich die Augen auf. Kali. Fast die gleiche Augenfarbe zumindest. Hund hab ich. Willst du nochmal? Perfekt. Thanks. Und ich heiße ja im Indischen Kalavati. Das hört sich fast so ähnlich an. Was auch heißt? Eine Göttin der Künste heißt das. Drama-Göttin. Drama, Saraswati ist ein gleicher Aspekt, aber das ist die Göttin der musikalischen Künste. Mhm. Sieht sie nicht aus wie ich ein bisschen? Aber ich meine, passt der Hund nicht zu mir? Mit dem schwarzen Kleid auf jeden Fall. Ich bin doch eine Show. Das kommt, weil ich so schön bin. Das weiß ich ganz genau. Das kommt, weil ich so schön bin. Ich bin doch eine Show. Weil ich so schön bin, das weiß ich ganz genau. Das kommt, weil ich so schön bin. Ich bin doch ein Mischung. Das kommt, weil ich so schön bin. Das weiß ich ganz genau. Das kommt, weil ich so schön bin. A horse, of course, yes.
Enlightened, divine, loving, sincere, original, creative, talented, sexy, motherly, just in tune with a much different level than the majority of humans on this planet. And she manages all the talk about sex and love and all the doing so. And you might remember me on Austrian television even giving sexual education. This is all the preparation for a female to eventually at one point give birth, because the process of being pregnant, seeing a UFO in the fourth month, having the soul being brought from a very far away galaxy, let's say, right? But anyway, she's a human being now. But, and then giving birth and the whole process of having created a new life, and then, you know, and it's beyond words. I'm still trying to put that all into my project. I sang more songs about children and giving birth and the who's our father, and I sang right away a song called Cosma Shiva, and had the baby doing things. We placed her on the floor in the studio. The microphone was hanging over her, and she came up with some improvisational poetry, right? And in the end of the song, she said, and I said to her, and God is your father, and she said, Dada. Cosma? Yeah? You're 16 years old, and I heard you already have some plans about your future. Well, they started 2 years ago. I started to get into acting, very small roles, as a junkie, and then as a... As a what? As a junkie, and then as a... How you say in English? Baby nutte? Really? Like a... Do you say that in English? What's a baby nutte? Well, baby, girl prostitute. Yeah. And now I have a main role in English production, English-German production. How's your school going? I stopped school. You stopped school? I stopped school. Serious? Yes. You're 16? Yes. I stopped Realschule, how you say Realschule, that's okay in Germany. You don't need to have Abitur. You don't have to. Not necessarily. No. And where do you live actually at the moment, normally? Everywhere. I came to visit my mom here. I was living in Hamburg first for a couple of years. Thank you.
Wie lange malst du eigentlich schon? 30 Jahre. Immer mal wieder. Also ich mal manchmal ein halbes Jahr nicht und dann so wie Quartalsläufer immer wieder einen Anfall kriege. So male ich dann 3-4 Bilder hintereinander. Da war eine Ausstellung, da hat Nina gemalt, ich gemalt und sie. Und die Bilder waren auf Sylt in einer Ausstellung von der Valeska Gerd. So eine, von dieser großen Künstlerin. Also das finde ich schon ganz schön ähnlich. Bisschen natürlich vom Wind verweht. Oh. Jetzt sieht er jetzt nach Nina aus, wenn sie in Rage ist. Das kennt man ja. Ein bisschen Geld da rein. So ein bisschen Feuer rein. Das ist wie ein Schmuck auf ihrem Kopf dann. Ja, sie hat blaue Augen. Ja. Sie ist wie Otis und Frank. Und dann, ich und Nina sind dagegen anders. Nee. Was? Fotografin. Echt? Ja. Mensch. Na, vielleicht überlegt sie sich ja auch noch was anderes. Und ja, sie will, dass ich Schauspieler. Gar nicht! Also das muss ich... Nein, überhaupt nein. Nicht. Stimmt doch nicht. Ich finde nur, dass du sehr talentiert bist. Aber niemals würde ich dir das einreden, dass du Schauspielerin wärst. Weißt du, es... Aber... Guck doch mal. Now I'm going to Spain for a couple of months. I'm going to be selling alien T-shirts and alien caps on the hippie market. And then I'm going to Munich. And then I'm going to Berlin. To play those two roles I have. And then I'm going back to Spain. I'm going to buy myself a house on Ibiza. Sorry, what did you say? I'm going to buy myself a house on Ibiza. Gosh. And I'm going to be living there, and every time I have to work in Germany or in America, I'll come. Basically, the religion we are in is Babaji. He's a Shiva avatar. He's the same person as Shiva, and he came to India, and his philosophy was basically that the people should unite and that all the gods were actually the same. They just came on different places at different times, and that the people shouldn't be against each other. They should just unite. Was machst du jetzt gleich? Ach, Peter. That's my privacy, yeah, what I'm going to do in my photo session with Ute. For my casting photos. Thank you.
Charanapakarungama, oh, 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 ma. Charanapakarung, maya tiri, ganga jiti. Cene uno solamente, amore che è nel cuore. Amore capriccioso, amore clandestino. Viviamocene uno solamente, amore del divino. E uniamo le nostre mani in un'unica preghiera, in questo grande Maya, Om Namah Shivaya. Shanti, hello. I can film. It's okay with you? Oh yeah. Hello. Carl Herman. You too. I see you. Right. Yeah, nahi yaar, wo aaram wali na. Wait, one more photo of you together. What I have, I have. No. Om Kali, Om Mata.
Sulta de Rinamonama Shakti Kundalini Jagade Mata Shakti Kundalini Jagade Mata Shakti Kundalini Jagade Mata like this. Blessed be thou.
Where's the camera again? Do you love me? Benutzt das alles als Spiegel. Do as he does, and you do like this. Blessed be thou.